Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Transport Viva 3 Flussland. Heute kümmern wir uns um zum einen Ausbau der Strecke oder des Streckennetzes und eine Umstrukturierung einer bestehenden Linie, der Sieg-Rhön-Sieg-Rhön-Linie und einer neuen Linie. Ja, genau, dann folgendes. Wir werden von Sigrön uns, ich weiß noch nicht genau wie, hier nach Steinwänden schlängeln. Und von Steinwänden aus wird dann eine, also, ja, das ist halt gerade die Frage. Eventuell werden wir 4 Linien haben, die das befahren werden. Oder auch nicht. Ich glaube eher nicht. Wir werden 2 Linien haben. Die aktuell bestehende Sieg-Rhön-Linie fährt dann beispielsweise nach Wallen und endet dort, ist dann quasi Wallen-Wallen und die andere wäre dann Mittelbrunn-Mittelbrunn. War doch Mittelbrunn, oder? Ja. Genau. So sieht's aus. Darum kümmern wir uns jetzt. Warum wir Sieg-Rhön-Sieg-Rhön? Da haben wir Sieg-Rhön-Sieg-Rhön. Das ist die Frage. Sieg-Rhön-Sieg-Rhön wird zu. Zu was jetzt? Weil nach Niederhilbersheim müssen wir dann hier einen Stop packen. Allerdings auf Gleis 4. Dann geht es weiter hierhin. Nach Steinwänden Bahnhof und dann enden wir hier bei Wallen Hauptbahnhof, bei Wallen Bahnhof, dann geht das zurück über Steinwenden nach Sieg-Rhön. Das war jetzt ein bisschen kompliziert, weil oder unglücklich gesetzt, aber gut. Demnach ist das Wallen
Wallen. Dann brauchen wir eine neue Linie. Und zwar folgende. Mittelbrunn auf Gleis 2. Dann setzen wir hier noch ein Signal hin. Dann geht's nach dem Signal über dem Signal dahin. Oh Gott, oh Gott, dann von Steinwänden. Steinwänden sind wir dann auf 2, ne? Ja, auf 2. Dann geht es hier hin. Dann fahren wir den anderen Weg. Oh Gott, oh Gott. Über Niederhilbersheim. Auf Nummer 2. Hier rüber. Jetzt wird es interessant. Dann geht es dort lang. Müssen wir von hier auf das andere Gleis. Sprich von Horbruch aus nehmen wir dann dieses Signal mit. Halten tatsächlich hier auf 3. Dann geht es hier rüber, wenn das gehen würde. Kriegen wir hin. So. Dann bauen wir hier ein Signal hin. So, von alten Kunststadt geht es dann über das Signal. Gott, oh Gott, oh Gott. Hier rüber, genau auf. Gott, haben wir. Ja, dann halten wir halt da, genau. Auf was müssen wir halt auf den anderen warten? Von Kennes Küstro aus. Geht's dann halt den normalen Weg. Über Niederwörresbach. Sigrön. Auf der 4. Nach Steinwänden. Und endet dementsprechend ganz normal in Mittelbrunn. Demnach haben wir Mittelbrunn, Mittelbrunn oder wie auch immer wir es nennen wollen. Können wir natürlich auch noch hier schöner machen. So, Züge kaufen. Dann das war die Baureihe 103 mit den 200 km pro Stunde. Nehmen wir die einfach mal in schwarz. Wir bleiben einfach mal. Oh, ich habe die verkehrten genommen. Aber wir sehen, glaube ich. Sehen die nicht. Sehen jetzt die Einheit sagen 2 oder 4 besser aus? Das müssen wir uns mal angucken. Boah, passt schon, aber es ist halt. Na gut, ist halt noch älter natürlich, ne? Was mit dem Einheitswagen 4? Halt mehr rein, ne? Und schaffen auch die 200. Das macht dann natürlich am meisten Sinn. Ja, haben wir auch Einheitswagen 4. Perfekt. 1, 2, 3. Dann haben wir jetzt auch hier 4 Stück von. Genau, weisen wir den Zug mal der Linie Mittelbrunn zu. Die fährt zuerst nach Steinwendenbahnhof, okay.
Dann machen wir dasselbe Spiel wie sonst halt auch. Wir warten in steilen Wänden auf den Zug und schicken danach den nächsten los. Wobei, ja, so um den Dreh, würde ich sagen. Das dauert natürlich sowieso erstmal, bis es durch ist. Ja. Und ich sag mal so, ich würde fast behaupten, so ab 150, ab 1500 Einwohner bekommen die Städte halt einen neuen Bahnhof. Klingt fair, würde ich behaupten, einfach mal. Also, was auch praktisch ist, die können jetzt die Wallensee-Grönlinie und die Wallen, ach, die Mittelbrunnen-Sie-Grönlinie, ach, die Mittelbrunnen-Stein-Wenden-Linie und die Mittelbrunnen-Mittelbrunnen-Linie können separat, wie wir es gerade sehen, hier halten. So, die ersten sind jetzt hier durch. Dann schicken wir den nächsten mal auf die Linie. Müssen wir mal schauen, wie Mittelbrunn so zu sein scheint, was den ungefähren Jahresdurchsatz pro Station betrifft. Gucken, ob jetzt die ersten mitfahren wollen. Nee, noch nicht. Eins zu machen, da wollen wir viele raus. Hä? Ach, hier war eine Wallenlinie. War ja was. Das wird sich alles noch natürlich wieder einpendeln müssen. Hier fahren jetzt sogar tatsächlich 13 Leute mit. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Und dann nehmen wir nochmal den letzten Zug. Mittelbrunn. Gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. In einer neuen Folge von Transportfieber 3 Fußland. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.